Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Immer noch im Quest-Marathon. Wir rennen immer noch durch die Gegend, erfüllen Quests und Cutscenes und Schwerter und Anfragen. Und übrigens, hier ist eine Anfrage. Boah. Magische Katana Nummer 87. Okay. Sag mal. Repeats Katana. Der ist aus Tales of Hesperia. Ja, dieser ein spielbarer Charakter, glaube ich, so ein Wolf oder Hund, keine Ahnung. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem. Übrigens, ich steuere mal Sophie und ihr Gothic Greater Kostüm, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schwert, das Espel von seinem Vater bekommen hat, was er verkauft hat für 1000 Gold, was wir dann zurückgekauft haben für 120.000 Gold. Was aber verrostet ist und wir deswegen nach Borona gegangen sind. Und jetzt weiß der Typ aber auch nicht weiter. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, der Typ weiß jetzt auch nicht weiter, egal. Und wir sind hier. Die Amazianer, die wissen alles. Wir haben zwei, okay. Fangen wir mal auf, Serien. Ja, kannst auch noch sprechen, oder? Übrigens, wir haben jetzt hier den Ehrenrittertitel mal ausgerüstet. Entschuldigt auch, Serien, aber wir haben hier etwas, das ihr euch ansehen solltet. Glitzer, Glitzer. Die Aussehern sagt, ihr habt dabei etwas dabei, das sie seit langem nicht gesehen hat. Sie will wissen, ob es tatsächlich Excalibur ist. Es ist es, aber wie ihr seht, es ist durchrostet. Wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, das Schwert zu reparieren? Sie sagt, es gäbe eine. Dürfen wir dann um ihre Unterstützung bitten? Diese Waffe wird uns im Kampf gegen Lambda eine große Hilfe sein. Sie sagt, ihr müsst die Argo Iris finden. Leider haben wir sie nicht. Weißt ihr denn, wo wir sie finden können? Es tut mir leid, aber selbst die Aufseherin hat sie noch niemals gesehen. Sie weiß nicht mal, ob sie überhaupt noch in dieser Welt existiert. Und das wäre, wenn wir nach Fodra reisen? Was wäre, wenn wir nach Fodra reisen? Nein, es besteht keinerlei Hoffnung, sie auf einer Welt ohne Elf zu finden. Oh, wirklich? Was denn? Offenbar ist die Argo Iris entstanden, als Lambda Energie ansammelte. Die Aufseherin sagte, dass ihr sie vielleicht irgendwo in seiner Nähe findet. Irgendwo in der Nähe von Lambda? Was? Also gut, wenn wir sie finden sollten, bringen wir sie her. Wird ihr Schwert in diesem Fall dann für uns reparieren? Die Aufseherin erklärt sich mit eurem Vorschlag einverstanden. Also viel dazu. Ah! Das heißt, um das Schwert zu reparieren, müssen wir in der Nähe von Lambda gehen. Und das ist jetzt das Letzte, was wir jetzt, ehrlich gesagt, vorhaben. Das wirft erstmal unsere Pläne über den Haufen. Verdammt! So, aber wir sind ja noch hier in Dingens, in der amazianischen Enklave. Und ich will mal gucken, gibt es jetzt neue Rätsel? Oder waren das schon letztens alle? Ich weiß das jetzt nicht. Eine neue dazukommen, geil. So, Level 10. Das wird schwierig. So, mal gucken. Ich mach mal auf gut Glück irgendwas. Erstmal das hier. Das hier. Und ich glaube, ich habe schon Fehler gemacht. Ja, ich hatte gerade so eine Eingebung und jetzt habe ich mir vermasselt. So. Erstmal das hier. Dann das hier, glaube ich. Kann man die beiden da hoch? Warte mal. Beide. Dann die beiden in der Mitte. Nein. Nö, geht nicht. Was? Warte mal. Warte mal so. Nein! Oh, ich hab's doch jetzt gerade. So, jetzt habe ich's. Alles easy. So, wir ballern das Ding hier hoch. Dann ballern wir das hier hin. Dann ballern wir das hier hin. Und ja, das haben wir schon mal. Haben wir nicht? Was? Ja. Kann ich doch... Was muss ich denn mit denen machen? Verwirrt. Was
das hier, glaube ich. Ah, okay. Ich weiß. Oh, okay, jetzt diesmal habe ich es, hoffe ich. Nee. Doch. Warte. Jetzt das dahin. Dann, ja, jetzt habe ich es. Ha! Gut so. So, noch eins übrig. Glaube ich. Okay, das sieht nicht so schwer aus. Ist ja bestimmt. So, den kann ich nur nach oben ballern. Boah, wie fange ich denn hier an? Ich glaub, gut Glück, irgendwas hilft doch immer. Warte, ich glaube, ich habe schon eine Eingebung. Machen wir mal so. Dann nein. Was? Da kann ich auch nur eben bewegen. Kacke. Warte, ich habe eine Idee. Ist das dahin? Ja, ich hab's. Ja, boah, geil. Den ersten Versuch. Bams. So, das ist nicht schwierig. Yay! Abräumbonus, Mitre-Geschossstab. Geil. Letzte Herausforderung. Oh, da kommt noch was. So. Aber nur noch die. Das kann ich nur hier hin. Das kann ich nur dahin. Das kann ich nur dahin. Okay, das hier muss ich. Versuch mal so. Dann so. Jetzt die beiden Dinger da hoch und nee. Doch. Oder? Ja, hier links fehlt jetzt. Wie komme ich denn da links jetzt hin? In der Mitte links, wie komme ich denn da hin? Warte mal. Nochmal neu. Komme ich da in der Mitte links hin? Puh. Ja, hä? Das kann ich nicht sofort. Das hier muss hier hin. Also sonst kann ich das hier nicht nach innen bewegen. Kann ich nicht dahin, weil dann, wenn ich das dahin bewege, dann komme ich da nirgendwo mehr hin. Das heißt, das Ding muss hier hin. Da komme ich irgendwie da hinten hin. Der wird doch nicht auf. Das ist schwierig. Boah, was? Wie komme ich nach links hin? Aber wenn ich da durchschieße. Ja, offen war eine rhetorischer Versuch. So. Wie komme ich da links hin? Also hier hin. Wie komme ich da hin? Oh. Idiot. So, warte mal. So, das kann ich noch nicht dahin schießen, weil ich muss das hier hinschießen. Das heißt, schieß mal das hier hin. Ich tue halt immer hier so ein paar Ausschlussverfahren machen, irgendwie klappt das. Jetzt das dahin. Das dahin, dann kommt das dahin, ja. Nee, doch, ich hab's. So. Warte mal. Ja, warte. Ist das noch richtig so? Nee. Was? Achso, doch, ja klar. Jetzt das hier. Dann das hier. Und fertig. Oh. War auch nicht so schwer eigentlich. Wenn ich jetzt den geschossen hätte, ne? Bams. Letzte Herausforderung, seltener Geschossstab.
Naja, Siegestrophäe, Siegertrophäe. Geil. Helmer hat auch erledigt. Alle Achtung, dass ihr alle Rätsel ohne Hilfe gelöst habt, Pascal. Ich wusste, ihr seid was Besonderes. Mehr Herausforderungen sind mir nicht eingefallen, aber wenn ihr es noch einmal versuchen wollt, sagt einfach Bescheid. Kommt wieder, wenn ihr euch einmal langweilt. Rätselmeister. Ja, mein Skip nach langer Zeit. Hardly felt like work at all. The rest of you should have given it a try too. I'm not good at this at all. But Hubert's not bad. You called? I was just telling Pascal how good you are with puzzles. Really? They are indeed a specialty of mine. Shall I give you a demonstration with a game of Shot Cube? I already cleared the whole thing. Well, perhaps there's a similar puzzle elsewhere in town. I don't think so. Maybe in someone's home? What? Nope. Well, then what about a children's toy? Fine. I'll go make one myself. What? He's always been a bit over competitive. Super. Dann mache ich es eben selbst. Das klingt sehr falsch. Ich habe ein paar Geschossstabe bekommen. So, hier ist der Mithril, der ist schon besser gewesen und der, mein Gott. Hilfe. Aber wir sind gut ausgerüstet, bald für den letzten Kampf. So, Siegestrophäe, wo kriege ich denn, wo kommt denn die Siegertrophäe hin? Hier hin? Nö, Rasereistab. Bäh. Die Aufseherin fordert ein Siegel zurück, das sie dem Fan-Forschungslabor geliehen hat. Hilfe wäre sehr willkommen, Posson. Vermutlich, weil ich nicht mehr unter euch. Doch hoffe ich, dass Malik das hier liest und das Geheimzimmer beim Feuerwehrkennis aufsucht. Ah ja, genau, das ist auch sehr gut. Aber wo kommt die Siegertrophäe hin? Oh, ein Dingens hier. Wo war das? Ein Plüschprinz, den kann ich herstellen. Warte mal, ist ein Schlüsselobjekt? Okay. Habe ich mal nachgeguckt, habe ich aber noch nicht hergestellt. Weil der war so putzig. Ich weiß aber nicht, aus welchem Spiel der ist. Der ist aus irgendeinem anderen Spiel. Okay, ich habe irgendwie keine Siegertrophäe. Wo kommt die Siegertrophäe hin zum Teufel? Oder ist sie einfach nur irgendwie so eine Belohnung hier für, ja, das hast du gut gemacht. Fein, hast du hart gemacht. So, ein Forschungslabor ist was. Zerwert, mein Gott. Ich rede so lange her. Und das mit Kurzanhänger, das ist von der Belohnung her auch nicht schlecht, wenn ich mich nicht irre. Oh, Forschungsstein. Oder? Fendel Forschungslabor, warte mal. Ne, das ist da, wo Dingens ist. Furie. Die Furie. Ne, dann gehen wir erstmal und holen kurz Anhänger beim Feuerwalken. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da durch sind. Ich gehe einfach vor allen möglichen weg. Stimme da einfach durch. Wegwerfen darf keiner haben. Wegwerfen darf keiner haben. Ich tue offscreen kein einziges von diesen Dingern hier aufheben. Immer wenn ich onscreen irgendwie was aufhänge, sind immer so Sachen, die ich schon habe. Warte mal, ist da ja Feuerwalknis, oder? Ja, muss ja eigentlich. So, ich hoffe nur, die Rätsel haben sich ja, die Rätsel haben sich jetzt nicht alle resettet. Das wäre sehr doof. Okay, dann. Boah, ich bete, die verdammten Rätsel haben sich nicht zurück resettet. Aber es sieht verdammt nochmal so aus. Na, oder? Okay, Gott sei Dank. Ein Geheimraum im Feuerwalknis. Aber ist der Feuerwalknis? Nee, ist er gar nicht. Der Wasserwalknis ist ja ein Strata. Warum sagst du nicht einfach im Fendelwalknis? Gibt nur drei Stück. Musst du nicht so spezifizieren, hallo? Frage mir hier von uns. Danke. So, hier ist glaube ich falsch. Hier ist richtig. So, ganz schnell durch. Ich möchte niemanden wehtun. Ihr wollt es nicht anders, ne? Aber weil ihr schon ein bisschen mehr seid bei Action hatten. Mein Gott, guck ich mal hier. SK und so was, Alter. Ist auch krank. Ja.
you can be such a child. Ja, coole Frisur von Espel jetzt. Dann schnell hier durch, ist da vielleicht irgendwas, was wir suchen? Nö, sieht nicht so aus. Es ist ergiebig, was wir hier bekommen. Es ist gut, finde ich jedenfalls. Ich hätte aber für den Rest des Spiels noch bauen können. Nee. Oder? Ja, ungefähr. So, und wir kommen aus dem Grund ins Haus. Warum tue ich jetzt Batman und Spider-Man, die da von mir her summen? Ah, hier bin ich falsch. Entschuldigung. Hier bin ich richtig, ne? Ja, hier bin ich richtig, jawohl. Fortschritt! Er hat hier keine Shortcut gibt, ne? Entschuldigung, mein Gott, was ist denn heute los? Ja, irgendwo hier muss es sein. Ja, toll, es gibt ein Ding, wo wir ganz schnell rausgehen können, aber ich will mal ganz schnell reinkommen. Wie kommt man hinein? So, da ist eine Truhe, geil. Elixier, wie konnte ich das letztes Mal übersehen? Wer hat gesagt, ein geheimer Raum? Ist ja nicht mehr ein geheimer Raum, das ist schon ein geheimes Labyrinth hier, was hier noch versteckt ist. So, da ist auch eine Truhe. Hä? Bin ich noch nie hier gewesen? Okay. Oh, da liegt ein Monster rum. Ich glaube, ich spinne. Da. Oh, das ist eine Truhe. Ein Traumgebiet. Brauche ich nicht. Ich nehme mal das hier. Das ist ein Grabmal. Wie wir alle da so stehen und dann ganz zufällig so nach drüben kommen. Oh, guck mal, da ist ein Grabmal. Wir haben uns ausgerechnet da hingestellt haben, um uns zu unterhalten oder was. Es hat eine Gravur. Meine geliebte Lorelia. Ruhe in Frieden. Ein Grab? Das muss von Kurt sein. Aber warte, sagt nicht. Er wusste, wo er begraben wird? Hauptmann. Entschuldigt, ich muss kurz allein sein. Hä? Was ist denn los? Bitte. Lorelia, endlich habe ich dich gefunden. Dann hat Kurt dich also begraben. Ich wusste nicht, dass er Gefühle für dich hatte. Das ist typisch wie ihn. Er hat seine Träume mir hinterlassen und so dafür gesorgt, dass ich nicht an seiner Seite konnte. An deiner Seite konnte. Darum konnte ich noch immer nicht bei dir sein. Ich komme mir so dumm vor. Ich wollte dir so viel erzählen und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich gehe wohl besser. Bestimmt ist es kalt da unten, aber bitte halt noch ein wenig durch. Die Sorte entspricht am ehesten unseren Träumen. Ja, den Anhänger sollst du auch mitnehmen. Joink! Eine Sache möchte ich dir noch sagen, Lorelia. Wo du jetzt auch sein magst, bitte, bitte brenn nicht mit Kurt durch, versprochen. Ich habe es satt, dass er immer bekommt, was er will. Kurz Anhänger. Okay. Oh, guck mal, da ist was aufgetaucht. Was ist da drin? Ein Abgrundgewand. Rüstung, die nur Malik tragen kann. Das Licht des Abgrunds gibt den Träger auch noch. Perfekt. Und irgendeinen Titel haben wir bekommen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ewige Serenade, jawohl. Ja, damit. So, du bekommst direkt das hier. Wieder so ein Ding in hier. Wo ist das hier? Futsch. Boah, scheiße, ey. Was für... Das sind mal locker doppelt so starke Dinger jetzt. 227, hallo? Die Effekte sind auch nicht schlecht. So, was können wir denn noch machen jetzt? Jetzt können wir wieder Dinge abgeben, ne? Doppelte Cheeseburger, feuerfester Stock, Blutsprints, den können wir herstellen, genau. Ja, dann nehmen wir die letzten 5 Minuten hier, um, keine Ahnung, so kleine Quests zu erledigen. Würde ich sagen.
Und dann war es das schon wieder. Ging wieder schnell, ne? Aber egal. Dann war ich da schon. Nö. Könnt ihr es wagen? Arcana-Trank, geil. So, dann gehen wir mit dem Shortcut nach draußen. Zum Glück gibt es hier einen Shortcut. So, und wenn ich mich irre, Entdeckung. Oh, Vorpanier. Wie konnte ich die Entdeckung mal sehen? Verdammt, da war auch bestimmt ein Skit, aber jetzt ist es natürlich nicht mehr da. Weil ich jetzt verpennt habe. Egal, ja, wir haben eine Entdeckung gemacht, ist auch gut. Boah, ich kann ja immer noch nicht. So, ist in Server noch irgendwas, was wir. Nö. Straterratsche, Beweis für Spionage. Mehr spricht das Z und dann Spaten. Ja, Marcianischen. Na, der Kurzanhänger, ja, genau. Jetzt vergessen. Warum sind wir nur da hingegangen? So, gehen wir mal die Questo abgeben. Und ja, weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Tun wir auf jeden Fall irgendwie ein paar Quests zu abgeben. Es nähert sich ja langsam irgendwie gar nicht dem Ende. Ewige Serenade, Eternal Serenade. Ja, werdet ihr auch noch alles sehen. Ah, dann. Doppelten Cheeseburger. Feuerfester Stoff. Plüschprinz. Dann gehen wir mal nach Grailsheim und stellen den Plüschprinz her. Obwohl. Na. Kann ich den Plüschprinz zweimal erstellen? Bäh. Ein Lehmklumpen, ne, tun wir mal über den Kristall herstellen. Hui. Ne, wo ist jetzt der Dingens? Der. Mein Gott. Ne, Stoffpuppe und ein bizarrer Klumpen, aber dann können wir einen Plüschprinz herstellen. So, wie stelle ich einen bizarren Klumpen her? Ballontuch habe ich, glaube ich, kann ich ganz einfach herstellen. Boah, würde ich jetzt auch noch, mache ich auch Screen. Können wir ja entweder, warte mal, ich habe ja Stempel bekommen, können wir ja entweder diesen Mädchen hier wieder geben oder wir können es hier abgeben als Quest. Ich will jetzt erstmal Quest besitzen hier in Sachen Anfragen. Kommt später noch. So, Plüschprinz, rotes Safran. Ein auslöschendes Schwert. Das war auch eine Büßgarde, ne? So, dann gehen wir noch ein paar kleine Sachen ab und dann war es das schon wieder. Gehen wir einen doppelten Cheeseburger ab. So ein Kleinkram wieder. Auch wenn das überall. Und jetzt, bevor ich es vergesse, ist ein Skit noch. Das mache ich, wenn wir hier überall fertig sind. Weil wenn ich das jetzt machen würde und da steht und wir sagen so, ja, jetzt ist keine Zeit zum Umkehren oder so, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, widerspricht sich das mit dem, was wir jetzt hier gerade machen. Weil, wow. Weil wir gerade hier nichts anderes machen, außer weiterzumachen. Also wir tun jetzt voll umkehren. Ist da irgendwas? Können wir hier noch was machen? Absurd Gefühl. Nö, okay. Offscreen noch mal nachgucken, wo ich bald hin kann und so noch. So, Barona ist, glaube ich, auch wieder eine Quest offen. Mal alles ganz schnell. Ihr habt ja die Zeit, ne? Ihr könntet auch schon längst abschalten. Hätte ich vielleicht eher sagen sollen, weil ich hätte jeden warnen sollen, hier, dass irgendwie nichts mehr passiert. Der Teufel sich und schon wieder gemeistert als Mädchen. So kann man auch Titel meistern. Und schon wieder ist da was.
neu gekommen. Da auch. Der Pipinator, what the f... Wallbook-Hinweis, genau, Stinktasche, kann man auch Rail noch abgeben. So ein ewiges Hin und Her, ey, das wird noch so lange hier Standard bleiben. So. Subli soll, das ist beschissen einzulaufen. Ja, auch. So, die Krieger aus, da ist nicht weit zum Gasthaus. So, oder auch nicht. Ich dachte, wir hätten... hier ist nichts. Einfach das Gestell. So, Velanik. Mehr als ruhig das Set. Ein Stratemon. Ja, gehen wir das noch ab. Tierst das du immer unsere letzte Station. Und das, mir fällt gerade ein, ja, da ist auch noch eine Quest. Ich weiß. Warte mal, hol mal hier so ein Ding, bevor ich da wieder vergesse. Hm. Wow, ich bin schon 2 Stunden am Spiel, sehe ich gerade. 2 Stunden am Aufnehmen. Mein Gott, bin ich heute fleißig. Da wollte ich nur ein paar Parts hier für die nächsten Tage vorbereiten. Und dann habe ich so viel aufgenommen. Oh mein Gott. I can't believe I did that. Holy shit. Boah. Egal. Gehen wir noch das Stratemon oder die 3-4 Stratemon. Lass mal den Mixer. Ja. So, Stratemon. Putsch. Und schwer meistert alle möglichen Titel. So, dann. Weiß ich nicht. Ruhen wir uns hier mal aus. Vielleicht kommt da noch eine Dingens. Eine Szene. Wir haben gerade so wenig HP. Aber anscheinend nicht. Und jetzt kann ich wieder ruhig sagen, wir haben hier wieder unseren Soll erfüllt und können den Part beenden. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's weiter mit Quest. Danke fürs Zuschauen und tschüss.